Mahlzeit und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. In dem zweiten Video heute, also in dem zweiten Teil, erkläre ich dir heute, wie du die Funktion Chroma Key, also Greenscreen in Filmora 10 benutzen kannst. Also ich hoffe, ich kann dir mit diesem Video helfen. Ich habe ja schon im ersten Teil erklärt, was ein Greenscreen ist, wie das Ganze so entstanden ist. Und ja, in dem zweiten Teil gehen wir ans Eingemachte. Ich zeige dir jetzt, wie du ruckzuck ganz einfach den Greenscreen auch benutzen kannst. Video geht los, bleib auf jeden Fall dran. Das waren mal zwei kurze Beispiele, wie das Ganze aussehen kann mit dem Greenscreen von zu Hause. Es sah jetzt so aus, als wenn ich im Urlaub gewesen. Also ich war weder im Sommerurlaub, ich war weder im Winterurlaub. Ich war natürlich wirklich nur zu Hause, habe das Ganze mit dem Greenscreen hier zu Hause im Wohnzimmer aufgenommen. Und du willst mit Sicherheit wissen, wie funktioniert es denn jetzt endlich? Und das zeige ich dir jetzt. So, also wir befinden uns jetzt hier gerade in der Benutzeroberfläche von Filmora 10. Ich habe die Dateien schon mal hier reingezogen, also die Medien, die ich benötige. Jetzt ziehe ich als erstes die Hintergrunddatei rein, wenn man das so sagen kann. Und darüber kommt immer die Greenscreen-Datei, also der Clip. Und ja, das Ganze könnt ihr euch im Vorfeld erstmal nochmal angucken, was ihr da aufgenommen habt vor dem Greenscreen. Könnt vor- und zurückspulen natürlich, wie immer. Und wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, wir haben links und rechts haben wir solche Lücken. Und die könnt ihr im Nachgang dann nochmal so zuschneiden, dass sie nicht mehr zu sehen sind, sodass ihr dann halt den Hintergrund voll auf den Greenscreen übertragen könnt. Hört sich jetzt komplizierter an, als es eigentlich ist, ist aber eigentlich sehr einfach, ne? Also guckt euch das Video auf jeden Fall bis zum Schluss an, nicht vorspulen oder so, dann könnt ihr auch alles verstehen. Der eigentliche Trick mit dem Greenscreen ist wirklich mega einfach und ja, ich sag mal, umso öfter man das macht, umso einfacher ist das wahrscheinlich. Also da gilt auf jeden Fall, Übung macht den Meister und ja, wir schauen mal weiter. So, ich gucke wirklich an jedem Punkt, ich spule nochmal vor und zurück und gucke mir alles nochmal genauer an. So, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Stelle, jetzt schneide ich das halt zu. Da gehen wir halt, wie gesagt, neben der Schere auf dieses andere Zeichen. Da steht halt zuschneiden und da gehen wir jetzt drauf. Und da kann man halt einfach den Rahmen verschieben, wie ihr sehen könnt. Ist eigentlich mega einfach. Und ja, das mache ich jetzt genau bis zum Rand vom Greenscreen ungefähr. Und dann seht ihr jetzt gleich schon mal, was ich meine und wie das aussieht. Und das ist natürlich eine coole Funktion. Im Idealfall habt ihr keine Lücken und dann braucht ihr auch nichts zuschneiden. Und ja, das habe ich jetzt da einmal gemacht. Ich bin auf Zuschneiden gegangen, passe mir den Rahmen an. Da braucht man nur verschieben sozusagen. Man kann das hin und her ziehen, drückt auf OK und schon seht ihr, jetzt ist das ganze Bild ausgefüllt, ne? So, jetzt kommen wir mal zu der Greenscreen-Funktion und die klingt erstmal kompliziert, aber ist gar nicht so. Ihr geht auf die obere, auf den oberen Clip, macht rechte Maustaste und dann geht ihr einfach auf Greenscreen. Jetzt sehen wir da mehrere Reiter, also Regler, die wir verschieben können und jetzt seht ihr auch schon, was sich da verändert, ne? Also im Idealfall ist eigentlich oder gilt eigentlich, dass man da gar nicht so viel verstellen muss. Guckt einfach natürlich, dass der Hintergrund gut, also möglichst scharf ist und dass ihr natürlich nicht verschwommen seid, ne? Also falls ihr euch da mal irgendwie vertut oder gar nicht mehr wisst, was los ist, dann könnt ihr immer noch unten links auf Zurücksetzen klicken und dann ist alles wieder hergestellt, so wie es vorher war, ne? Und dann müsst ihr halt von neu anfangen und probieren. Also wie gesagt, ich denke einfach, da ist halt, oder da macht halt einfach Übung den Meister und da werdet ihr auch ruckzuck raus haben. Also ist gar nicht so schwer, ne? Ergebnis könnt ihr ja sehen, habt ihr ja gerade auch schon gesehen. Und so habe ich das Ganze gemacht. Das habe ich jetzt mit dem Clip gemacht, habe ich dann auch mit dem anderen Clip gemacht, mit diesem Winterhintergrund. Und ja, da seht ihr jetzt nochmal, dass ich dann halt mich verkleinert habe, weil ich gedacht habe, sieht besser aus.
Jetzt seht ihr aber, dass ich an der Stelle oben, dass der Kopf nicht ganz drauf ist und das sieht natürlich blöd aus. Und dann habe ich die Stelle einfach rausgeschnitten, weil sonst wirkt es halt nicht so ganz echt, ne? Also wenn dann ein Stück vom Kopf fehlt, ist natürlich blöd. Ja, und wie gesagt, ihr könnt die Sachen einfach zuschneiden, wenn mal irgendwas nicht ganz so gut aussieht, könnt ihr es irgendwie rausschneiden. Und ansonsten war jetzt erstmal grundsätzlich die Greenscreen-Funktion. Wie gesagt, auf den Clip gehen, rechte Maustaste, Greenscreen auswählen, dann die Regler so verschieben, dass es gut aussieht. Und ja, dann könnt ihr da überlegen, was ihr macht, wie ihr es macht. Ich habe jetzt in dem Fall habe ich dann noch zum Schluss so eine Melodie hinzugefügt, die jetzt so ein bisschen an Hawaii erinnert. Ist, denke ich mal, ganz passend zu dem Clip und ja, finde ich, ist eigentlich ganz gut gelungen. Genau, und also ich sag mal, nach demselben Prinzip habe ich das jetzt auch bei dem zweiten Clip gemacht, wie ihr sehen könnt. Ich würde sagen, guckt euch das Ganze auch nochmal an und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich oder wir hören uns. Habt ihr dann alles soweit fertig, also euer Projekt soweit abgeschlossen und seid damit zufrieden, braucht ihr einfach nur noch oben rechts auf Exportieren klicken, könnt dann MP4 auswählen und könnt euer ja, Projekt noch einen Namen geben und dann drückt ihr einfach auf Exportieren und je nach Größe des Videos dauert es dann ein paar Minuten und dann wird es dann ja, exportiert und dann habt ihr ein fertiges Video. So, das war's erstmal mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Tutorial weiterhelfen und du kannst jetzt endlich loslegen. Wenn ja, dann lass doch gerne einen Daumen da, also ein Like und schreib doch gerne auch einen Kommentar. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann solltest du auf jeden Fall ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, so kannst du nichts mehr verpassen. Es wird in Zukunft auch weitere Tutorials geben, aber nicht nur auf meinem Kanal, sondern natürlich auch auf dem Wondershare Deutschland Kanal. Da solltest du unbedingt vorbeischauen. Da gibt es immer wieder neueste News und Features. Da auf jeden Fall nichts verpassen, wenn du Bock hast auf Videoschnitt. Ich bin erstmal raus. Euer Kraft. Ciao.